Und damit willkommen zu einer weiteren Ausgabe bzw. zu einer neuen Ausgabe hier bei Ergo Games. Und ja, es ist mittlerweile eine Weile her. Es ist mal wieder soweit nach 2 Jahren ungefähr und 2 Fehlschlägen, die mir persönlich sehr wehtun, ist es nun wieder soweit, euch anzukündigen. Ein neues Turnier steht an, The Best of the Best 24. Und natürlich habe ich wie immer sehr viele Superstars mir persönlich rausgesucht. Ich habe einige Turniere im Laufe der Monate starten lassen, um entsprechend sehr viele Superstars freizuschalten bzw. Titel zu vergeben. Denn ne, wie ihr ja die Regeln kennt, wird es so sein, mittlerweile sind wir bei 104 Superstars angelangt. Ja, ihr hört richtig, 104 Superstars sind es dieses Mal. Und natürlich wird es wie immer so sein, ich werde auslosen mit euch gemeinsam, werden wir auslosen, wer teilnehmen wird von. Ich würde sagen, wir machen quasi immer eine komplette 7-Tage-Woche. Ne? Man kennt es, Montag, also ne, auch Sonntag inklusive. Und wir werden jetzt dementsprechend die Superstars auswählen. Und das Besondere jetzt allerdings ist, dass dieses Mal wird es kein Random-Match-Auswahlsystem geben. Sprich, ich habe jetzt keine Matches, die ich hier per Random aussuche, sondern ihr könnt gerne entscheiden, wie die Superstars kämpfen sollen. Allerdings wird es erstmal so sein, es wird wirklich erstmal ein One-on-One-Match geben für diese Woche. Ne? Und es ist jedes Match in dieser speziellen Art und Weise erlaubt, also könnt ihr gerne mal reinschreiben. Und ja, ich persönlich freue mich und ich hoffe, dieses Mal läuft alles super, weil, wie gesagt, die letzten beiden Matches liefen in dem Sinne nicht so gut, da mir leider jedes Mal der Spielstand irgendwann gecrashed ist und ich das ganze Spiel quasi in die Tonne treten konnte, wenn man es so nimmt. Das war zumindest bei 2K22 so gewesen und konsolenmäßig bedingt. Jetzt allerdings, Next Gen, ihr wisst, PS5 und Co. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass das alles besser laufen wird. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich muss erst mal kurz gucken, wo ich jetzt hier den Save habe. Und ja, ihr seht unten, ich habe jetzt auch mit Musik wieder am Start. Ne? Könnt ihr auch gern gucken. Ich werde das auch verlinken, die Playlist und alles. Ihr könnt dann natürlich auch gerne, wenn euch das mit der Musik gefällt, lasst es mich gern wissen. Dann können wir das natürlich auch in einem anderen Projekt mit einbinden. Ich glaube, einige von euch können vielleicht wissen, welches Projekt ich meine, was noch läuft. Und ja, wie gesagt, wir fangen einfach mal an. Ich hoffe, cammäßig passt das alles. Wir fangen einfach mal an mit der Aufnahme. Ich muss kurz gucken. Das ist es nicht. Das war das. Ich musste mir das vorher alles ein bisschen einrichten. Jetzt geht's gerade gar nicht. Warum geht das nicht? Ach, jetzt. Okay. Na, ihr seht jetzt unten unter mir quasi, unter mir seht ihr jetzt da das alltägliche Rad, wo wir, wie gesagt, 104 Superstars am Start haben. Und ich hoffe, man kann es relativ gut lesen. Wenn ihr es nicht lesen könnt oder so, dann lasst es mich gern wissen. Ich werde natürlich die Superstars jetzt nochmal erwähnen. Aber ja, es werden natürlich auch wieder erstellte Superstars dabei sein. Und wie gesagt, 104 Superstars, das bedeutet, es sind einige dabei, die jetzt quasi in dem Sinne nur Tag-Team-Titels haben, ne, Zweier-Team. Und natürlich wird es auch welche dabei sein, die dementsprechend einen Titel haben. Allerdings natürlich auch mit erstellten Titeln, weil, ich weiß nicht, so viele Titel gibt es ja in dem Sinne nicht. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Wie gesagt, gerne mal Comment da lassen, ob euch das so gefällt. Ich muss kurz, Stimmschaltung habe ich schon drin. Und dann würde ich sagen, wir legen los mit der ersten Ziehung.
Und der erste Teilnehmer ist der Green Ranger. Der grüne Morphing Power Ranger ist am Start. Und ich hoffe, man kann es lesen. Der erste, Tommy Oliver, der grüne Ranger, ist am Start. Auch ein sehr guter Kämpfer. Also ich sag mal so, einige Superstars haben es verdient, dabei zu sein. Einige mussten sich, oder einige hatten es leicht, dabei zu sein. Einige mussten sich das Ganze erarbeiten, um überhaupt an diesem Turnier teilnehmen zu können. Ne? Ihr kennt das Storyline und alles. Also ich bin da sehr, sehr große Story aufgebaut und alles. Und ja, Green Ranger ist der erste Teilnehmer. Der nächste Herausforderer ist, wer gegen wen wird er antreten? Oha. Oha. Und da haben wir auch schon das erste große, oh mein Gott, Treffen der Generationen. Der Morphing Power Ranger Green Ranger, einer der allerersten Rangers, trifft auf den Quantum Ranger, einer der, oh ich glaube, lasst mich lügen, vierten Generation? Vierten, fünften Generation müsste das sein, ne? Gerne mal Comments da lassen, ansonsten muss ich nochmal bei mir in meiner Sammlung nachgucken, welche Generation das wäre. Aber ja, wir haben das erste Duell zwischen Ranger vs. Ranger und ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Gut, die erste Runde ist geklärt, nächste Runde. Und ja, jedes Match wird quasi Montag, Dienstag, Mittwoch, ne? Es wird immer ein Match stattfinden. Und das nächste Match ist Poseidon, der Gott des Wassers. Man kennt es, Poseidon, auch ein sehr großer Kämpfer, natürlich auch ein Gott. Ne? Wie gesagt, man kennt ihn, Gott des Wassers. Und ja, er wird der nächste Teilnehmer und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und der nächste Teilnehmer ist Shawn Michaels, der Heartbreak Kid Number 5, ne, quasi, ne, ihr wisst ja, wie viele Superstars es gibt. Und es gibt ja immer diese Generation Superstars und alles. Aber ja, Shawn Michaels 5, extra notiert, damit ich weiß, welcher Superstar gemeint ist, wird gegen Poseidon antreten, ne. Und welches Match es sein wird, das könnt ihr, wie gesagt, gerne, ne, selbst entscheiden. Einfach in die Comments schreiben, welches Match ihr sehen wollt. Und wir machen weiter. Wenn ihr allerdings jetzt, sagen wir es mal so, ich gebe euch eine Woche Zeit, wenn ihr in dieser Woche keinen, ne, dann werde ich selber irgendwas zusammenbasteln, ne. Also auf jeden Fall wird das dann schon mal hier und da ein bisschen, ja. Nächstes Match. Und das nächste Match bestreitet Scorpion Ranger Mortal Kombat oder auch ja, Scorpion Ranger MK. Ein sehr gutes Modell, muss ich sagen, wo ich diesen Superstar gesehen habe, habe ich gedacht, jo, der muss auf jeden Fall mit in die Liste rein, beziehungsweise mit in die ne, runterladen und so Liste rein. Und er hat es geschafft, sich zu qualifizieren. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob es ein Tag-Team-Titel ist oder eben ein Singles-Titel. Ihr werdet es sehen, wenn dieses Match stattfindet. Und ja, die Regeln natürlich sind wie immer, wer gewinnt, bekommt den Titel des anderen, bis irgendwann einer den ultimativen Titel bekommt. Einige Titel können allerdings nicht an bestimmte Superstars abgegeben werden, also nicht wundern, wenn dann hier und da einige Superstars weniger Titel haben, ne? Aber es zählt trotzdem. So, okay. Nächster Superstar. Gegen wen wird er antreten? Und er tritt an gegen Darth Maul 100. Ja, Darth Maul, ich muss zugeben, es gibt mehrere Darth Mauls oder mehrere Darths in diesem Turnier. Deswegen habe ich ihre Stärke, quasi ihre Gesamtstärke genommen. Deswegen 100, damit ich selber weiß, welcher Star gemeint ist. Aber ja, Darth Maul trifft auf Scorpion MK Ranger oder Ranger MK. Ne? Sehr schön. So, da haben wir jetzt schon... drei Matches, fertig. Und der nächste ist Ilya Dragunov. Ilya Dragunov ist ein offizieller Superstar. Ich glaube, der ist ja doch aktuell bei NXT. Er hat sich, muss ich zugeben, auch sehr gut in diesem Turnier geschlagen. Hat sich qualifiziert für dieses großartige Turnier, ne? Dieses Titelgewinn-Turnier und so. Vorrunden quasi. Und ja, er ist dabei. Ich freue mich und weiter geht's.
Oha. Ja, der nächste Teilnehmer ist Gold Zero Ranger, auch einer der, muss man sagen, ersten Generation. Früher mal der rote Ranger gewesen, dann war er der goldene Zero Ranger. Gut, Zero Ranger ist, glaube ich, die. Oh, das müsste die zweite Generation sein. Vor Turbo auf jeden Fall. Glaube ich, vor Turbo war es gewesen. Oder nach Turbo? War das nach oder vor Turbo? Ja, könnt ihr mir auf jeden Fall auch gerne in die Comments schreiben, welche Generation das war. Auf jeden Fall, er ist mit dabei. Und es geht weiter. Und der nächste Teilnehmer ist King. Und ja, es ist kein gewöhnlicher King, sondern es ist King aus Tekken 3. Ne? Alle, die Tekken gespielt haben, wissen, wer King ist. Und er ist einer der Talente, wo ich sagen muss, er ist gut. Also, er hat mich von allen Superstars, die ich hatte, sehr überrascht, dass er es geschafft hat. Also, er ist wirklich strong. Also, er ist ein Monster. Also er ist wirklich der King, wie sein Name, ne? Er kommt seinem Namen gerecht. Und ja, er ist auf jeden Fall mit in dieser Woche. Und der nächste Teilnehmer für die fünfte Runde des Tages ist Sif Frost. Sif Frost ist ein Sif, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Sif Lord ist, oder auf jeden Fall ist er auch einer der Sifs. Ein Jedi, einer der Star Wars Generationen. Ich glaube, er ist einer aus. Ich weiß jetzt nicht, ob es Legend ist, den Comic-Reihen nachvollzogen ist. Oder eher so aus diesem. Ne? Also, ich weiß jetzt nicht genau. Da könnt ihr mir auch gerne reinschreiben. Vielleicht gibt es diesen Sith auch gar nicht. Ich weiß es nicht. Ne? Ich habe ihn auf jeden Fall mit reingenommen, weil er gut aussah, muss ich sagen. Und ja. Er ist der nächste Teilnehmer und damit haben wir jetzt 5 Tage voll und jetzt fehlen natürlich noch 2, damit wir quasi das alles rund hinbekommen. Ja, und jetzt kommen wir zu Roman Reigns, Super Saiyajin Gott, Super SS, keine Ahnung, Saiyajin. Ja, Roman Reigns, Super Saiyajin Gott ist eine Variante von Roman Reigns, der Head of the Table, ne? Wer kennt ihn nicht? Und ihr werdet sehen, warum er so genannt wird. Und ich muss sagen, mir gefällt's. Mir gefällt es sehr. Und ja, er ist mit dabei. Und der nächste Teilnehmer ist Z-Rex, Z-Rex, also ich sag mal so, Z-Rex ist ein guter Kämpfer. Der ist ein sehr guter Kämpfer. Und ich kann nicht viel zu ihm sagen. Er hat noch einen, sagen wir es mal so, einen Bruder, wenn man so nennt, einen Bruder, ne? Er ist, glaube ich, auch mit dabei, aber ich bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Vielleicht haben wir ihn schon gehabt, vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall, er ist mit dabei und trifft auf den Super Saiyajin Roman Reigns Gott. Und weiter geht's. Und der nächste Herausforderer ist The Green Monster Hulk. Hulk, natürlich Hulk, wer kennt ihn nicht? Der Superheld von Marvel und Co. Einer der Avengers und ja, einer der, kann man sagen, mit Abstand der stärkste der Avengers? Ich weiß es nicht. Könnt ihr mir gerne mal in die Comments schreiben. Auf jeden Fall, Hulk ist am Start und weiter geht's. Und der gute Hulk wird gegen den Smoke Mortal Kombat Ranger antreten. Ich sag's ja schon, diese Ausgabe, die erste Runde geht schon gut los. Jeder Ranger ist am Start. Und ja, Smoke MK Ranger, das gleiche Prinzip wie für den Scorpion MK Ranger. Beide sehr gute Kämpfer, sehr qualifiziert. Und wie gesagt, ich weiß jetzt auch nicht, ob er einen Single-Titel hat oder einen Tag-Team-Titel, aber auf jeden Fall, er ist einer der
der es verdient hat, in diesem Turnier dabei zu sein. Und ja, da muss ich jetzt kurz gucken, wie. Ja, dann haben wir sogar jetzt alle Teilnehmer am Start für diese Woche. 14 Teilnehmer sind es. Und ich sage euch nochmal die Namen, falls man das nicht erkennen sollte. Der erste ist Green Ranger versus Red Quantum Ranger, Poseidon versus Shawn Michaels 5, Scorpion Ranger, M-Key versus Darth Maul 100, Ilya Dragunov versus Goldseer Ranger, King 3 versus Sith Frost, Roman Reigns, Super Saiyan God versus Cyrex, Hulk versus Smoke, M-Key Ranger. Und ja, diese 14 Superstars werden kämpfen. In was für einer Matchart sie kämpfen werden, das könnt ihr gern entscheiden. Ich würde sagen, da die Folge vielleicht heute am 26. rauskommt, wo ich es gerade aufnehme, je nachdem, wie gut ich das alles aufnahmstechnisch hinbekomme und falls mir YouTube keinen Strich durch die Rechnung macht, aus Gründen, ja, würde ich sagen, gebe ich euch eine Woche und ich würde dann quasi in der heraufgehenden Ausgabe eine Woche mindestens und dann Sonntag wieder eine neue Ausgabe raushauen, wo ihr in der Zeit entscheiden könnt, in was für eine Matchart diese Superstars kämpfen sollen. Wie gesagt, es wird, also gut, ich sag mal so, das Beste ist, wenn es eine Matchart ist, wo es Titel versus Titel geht. Na, ich weiß nicht, ob ich jeden Titel von den Superstars nutzen kann, das müssen wir dann sehen. Aber ja, es wäre gut, ne, weil Backstage Brawl ist, glaube ich, nicht in dem Sinne, dass man Titel versus Titel machen kann. Und ja, da könnt ihr mir gerne, wie gesagt, in die Comments schreiben, was ihr sehen wollt. Und wenn euch dieses Format oder diese Aufmachung, wie ihr es gerade hier seht, mit Cam, mit Musikunterteilung und mit Glücksrad, also Zufallsrad, euch gefällt, dann lasst es mich gern wissen, lasst mir gern ein Like da oder eben einen Kommentar. Und wir sehen uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Und natürlich auch gerne Feedback zu dem Thema Musik. Könnt ihr mir auch gern da lassen, ob ich das woanders noch verwenden soll. Ihr wisst bestimmt, was ich damit meine. Und ja, bis dahin erstmal. Tschüss.